So, willkommen zurück heute zum Dienstags Let's Play. Ich habe ja gesagt, wir müssen unseren Creeper töten und das werden wir jetzt auch tun. Wo ist der Creeper hin? Jetzt sagt nicht, nein. Wenn er jetzt ins Haus geht, raste ich aus. Wo bist du? Nein. Ich brauche ein Enderauge. Komm her, Beach. Ach, komm doch mal her. Ja, Mann. Was hat denn der für komische Töne drauf, ey? Ich glaube nämlich, wir haben jetzt ein Problem. Nee, komisch. Der Creeper ist weg. Umso besser. Dann können wir nämlich jetzt hier schlafen gehen. Schade, ich habe gedacht, ich kann den Creeper jetzt umbringen, aber der war dann schon weg. Und ich habe nur Pause gedrückt, ne? Also ich spreche quasi in die Zukunft. So, machen wir hier wieder zu. Ja, brennt. Brennt nieder. Meinkel. Haha. Okay. Wir haben jetzt. Ja, davon haben wir etwas. Davon haben wir etwas. Also ein bisschen was brauchen wir noch. Aber ich mache jetzt erstmal eine Truhe, die ich unten hinsetze erstmal. Mit unserem Material für unsere Hütte. Da mache ich aber eine Doppeltruhe. Ich verstehe nicht, warum man hier Einzeltruhen baut. Das bringt ja gar nicht so. Na, bleib unten. Alles klar. Die Truhe hier. So, dann machen wir hier unser ganzes Holz erstmal rein. Was wir dann alles dafür brauchen. Sand kann hoch, die Erde kann dann auch hoch. Das brauchen wir nicht. Nein, ich kann jetzt nicht in eine Party kommen, denn ich nehme jetzt gerade auf. Da ist man leider etwas zu spät dran. Tut mir leid. Ich kann das auch nicht riechen. Vielleicht sage ich aber auch, hey, ich muss das hier leider alleine weiter aufnehmen. Denn es ist relativ einfacher hier dann zwischen, ja, seine Vorstellung umzusetzen. Weil es immer kompliziert, dann das irgendjemand zu erklären, ohne Hände, ohne Füße. Und ja. Leute werden mich verstehen, manche werden mich nicht verstehen, das ist kein Problem. Ist auch nicht übel, wenn sie es nicht verstehen. So, wir haben unseren Sand. Unseren Sand, unseren Sand, unseren Sand. Wo ist unser Sand? Hier ist unser Sand einmal. Und hier ist unser nächster Sand. Nochmal. Wir brauchen nämlich Glas. Und zwar Glasscheiben. Denn diese Glasblöcke. Ne? Oh. Boggy! Ich habe gerade irgendwas gehört, was klang wie ein Creeper. Ist ja nicht ganz so schlimm. Auch noch ein Porgy. Spring ja bloß nicht auf mein Essen, ich sag dir's. So, hier haben wir noch eine Kuh. Gut. Noch ein Porgy. Wunderbar. Jetzt haben wir hier noch diese Eiche, aber ich möchte eigentlich lieber diese Schwarzeiche haben. Ich denke, die Schwarzeiche sieht letztlich einfach geiler aus. Denn es soll ja so nach einer alten Bautradition gebaut werden. Zumindest sieht es auf den Bildern so aus. Also es wird eine Mischung zwischen Stein und Holz werden. Noch ein bisschen Glowstone dann dazwischen, aber das kommt dann später mit dem Mieferportal. Und ja, Ziel ist es ja hier zum Enderdrachen zu kommen und den Enderdrachen zu besiegen. Aber bis dahin brauchen wir noch ganz viel. Wir brauchen eine Endertruhe, eigentlich zwei. Und ja, ne? Das wäre quasi dann unsere Tränke oder unsere Nahrungsmittel, damit wir hier wieder Lebensenergie bekommen, wieder hochpushen können. Dann brauchen wir noch Unmengen an TNT, bin ich der Meinung. Anders geht ja gar nicht.
Mit Pfeil und Bogen bist du ja 3 Tage und 7 Stunden damit beschäftigt. Und da habe ich dann auch keine Lust drauf. So, und einige verstehen das nicht, wenn ich aufnehme. Ich weiß nicht, ob es man sieht, wenn jemand aufnimmt, dass dann gestört wird die ganze Zeit. Ich möchte aber auch die Benachrichtigung nicht ausschalten, denn dann verpasse ich das, die mal wieder irgendwann anzugucken. Und dann heißt es, hey, warum meldest du dich nicht mehr? Ja, dann erklär mal, dass du gerade beschäftigt warst. Dann kommt natürlich wieder die Aussage, das kann doch gar nicht sein. Du schwätzt rum. Naja, was soll's. Gut. Vielleicht ist mir auch manches einfach zu hoch in der Tonlage. Wer weiß. Aber ist jetzt nur kein Problem, hier irgendwas zu reißen. Also die erste Aufgabe wird erstmal definitiv sein, uns hier überlebensmäßig auf einen guten Stand zu bringen, dass wir hier autark leben können, also ohne jetzt irgendwelche Tiere hier die ganze Zeit zu töten. Obwohl das auch Spaß macht. Sich Schafe und. Aha. Aber ich habe noch einen anderen Spielstand. Da habe ich unterirdisch eigentlich relativ alles ausgebaut. Also unterirdisch Getreide gebaut und alles unterirdisch. Und das war eigentlich auch ziemlich cool. Denn ich habe dann auch Unmengen an Tiere gehabt da unten drin. Und das war ziemlich cool. Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das hat ziemlich Spaß gemacht. Und ich vergesse immer diese Tür zuzumachen. Stimmt, ich mache kleine Trittplatte innen hin. Gut, Schwarzeiche 64. Das war der Bodenbelag. So. Dann gehen wir jetzt mal, ich würde ja fast sagen, auf Steinabbau, aber, nicht hier. Nicht hier. Ich könnte auch auf unsere Karte schauen, wo die Höhle war. Okay, wer noch nicht weiß, wie sich hier die Pixel zusammensetzen, diese Farben auf der Karte. 1, 2, 3, 4 ist ein grüner Pixel auf dieser Karte. Deswegen ist unser Haus. Ah, ich muss ein bisschen weit weggehen hier. Sieht man es nicht? Doppelt nach vorne. Mensch, Rico. Was ist los mit dir? Deswegen ist unser Haus ein Pixel. Oh, zwei, einer. Einer. Kann natürlich hier weniger sein. Also, dass man hier mehr Felder in einem braucht, um die Karte hier nutzen zu können. Gut. Hier ist wieder ein bisschen Birke gewachsen. Das ist wunderbar. Wie sieht es mit unserer Birke aus, die wir eigentlich gepusht hatten? Jo. Und das reicht. Und wenn wir das, dann hier noch eine Fackel. Setzling, Fackel. Werden zwar miteinander verbunden, aber wir können dann hier immer schön das abernten. In einer schönen Höhe. Denn weiter unten wird es ja abfackeln. Abbrennen. So. Wunderbar. Setzling kommt. Den können wir dann gleich setzen. Und er kann dann erneut wachsen. Wunderbar. Schöne Methode. Gut. Wir brauchen jetzt Stein. Und nicht irgendein Stein. Ich möchte besonderen Stein haben. Was natürlich auch noch schön wäre, wäre noch Lehm. Da weiß ich aber jetzt noch nicht ganz genau, wie gut das dann reinpasst mit unserem Holz. Wenn wir dort Ziegelsteine hätten. Hier oben haben wir nämlich das tolle rote Gestein. Na komm. Na. Mensch. Jetzt kommt er dort nicht ran, oder was? Komm, eine Ecke. Eine Ecke, schade. Ich baue so eine Granit, genau, Granit. Und Diorit hier drin finde ich eigentlich sehr mysteriös, denn Diorit ist eines der härtesten Gesteine auf der Welt. Da müsste man sich jetzt überlegen. Warum? So, folgendes, ich baue mir jetzt hier drinnen unseren Eingang für unsere unterirdische Minenanlage rein. So, das bisschen hervorheben hier.
Dann kommt hier eine Doppeltür rein. Genau, das kann hier noch auch so ran. Schön so zumachen. Dann kommt hier die Tür rein. Und dann könnten wir eigentlich noch Treppen hinsetzen, hätte ich das Gefühl. Wenn wir jetzt noch Treppen hinsetzen. Oder Trittplatten, die ja nicht rangehen. Na, reicht erstmal so. Reicht erstmal so. Dann machen wir uns noch schnell zwei Türen und zwei. Eine Trittplatte. Fackeln brauchen wir auch noch. Oh, Fackeln. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Das ist ganz wichtig. Ohne Fackeln sind wir aufgeschmissen. Na, 32 dürften erstmal reichen. Wir müssen ja erstmal gucken, wie wir dann unsere, ja, unsere Mine quasi dann aufbauen. Hier haben wir Diorit. Genau. Na, da drüben Andesit. Genau. Und jetzt zeige ich euch, was ich denn eigentlich vorhabe mit dem Andesit. Und zwar möchte ich das machen. Polierten Andesit und daraus dann vielleicht mal etwas unter anderem bauen. Weil das eigentlich schon ziemlich cool aussieht, wenn es dann immer hier steht. Ist halt relativ dunkel, ne? Und das als Grundschluss fürs Haus. Als erste Reihe. Ich werde mal alle Holzsorten und alles Gestein dann mal auf den Haufen setzen und dann kann man sich das mal angucken, was dann am besten passt und dann könnt ihr abstimmen. Denn ich möchte hier die Allgemeinheit fördern und nicht nur meins. Alles meins. Ich bin zwar Einzelkind, aber es ist ja nicht alles meins, ne? Gut. Das haben wir. Wollen wir irgendwas zusammen zocken? Die sehen, dass ich was spiele, aber schreiben mich trotzdem an, ob wir was spielen wollen. Nein, möchte ich gerade nicht, denn ich bin gerade beschäftigt. Danke für die Nachfrage. Aber gerade nicht. Vielleicht tun wir hier erstmal rein. Der Samen kann hier auch rein. Also jetzt ist das alles noch ziemlich, ja, ich sag mal so, verwirrend. Hier haben wir noch Holz. Ich bin eigentlich schon nicht der Typ, der sich Leitern baut. Ich weiß nicht, ob das vom Vorteil ist, wenn ich keine baue oder wenn ich welche baue. Das ist eigentlich Geschmackssache. Aber ich bin ja der Typ für Treppen. Treppen finde ich da noch etwas besser. Jetzt brauche ich noch Stein. Ach ja. Ich brauche noch ein paar Spitzhaken. So. Oh, hier ist irgendwas Gemeines. So, das dürfte erstmal reichen hier kurz. Und noch was zu essen rein, das hier. So. Jetzt gehen wir schlafen. Ach, hier draußen liegt Fleisch. Und? Was ist denn da passiert? Das ist jetzt so komisch. Naja. Grieß, Schmalmer. Das war's für dich. Verrottetes Fleisch und Wolle. War es, glaube ich. Umso besser. Stimmt, was haben wir hier? Hier hinten war Diorit, genau. Diorit und das ganze andere Zeug. Das brauche ich definitiv noch etwas. Denn mit weißem Gestein kann man auch noch was Schönes machen. Weil das wären wunderbare und sehr, sehr schöne, ja, ich sag mal so Bodenplatten für unseren Hauptbereich dann von unserem Haus. Kann doch so sein, dass ich das Haus komplett woanders hinbaue. Ich denke, ich werde vielleicht ein bisschen auf Erkundungstour gehen, mir mal überlegen, wie groß das dann werden soll. Ich habe es, wie gesagt, schon aufgemalt. Und es wird jedenfalls schon mal cool aussehen. Aber erstmal brauchen wir die ganzen Ressourcen dafür. So, und da hat man ja gesehen, ich habe hier unten nur schon etwas Getreide angebaut. Das ist halt dann praktisch für Brot, weil Brot ist einfach. Das ist das Einfachste, was es gibt. Drei Getreide ist ein Brot und ein Brot gibt dir, ich weiß gar nicht wie viel oder wie wenig Herzen es dir gibt. Aber es reicht schon mal. Oh, hier haben wir wieder Kohle. Wunderbar. Und ich glaube, Minecraft ist auch das einzige Spiel, wo man sagt, scheiß Grafik, geil. Also, ich kenne das ja noch, wo das noch nur über Mahjong bestellbar ist oder war. Direkt von der Homepage von Minecraft. Danach ist, glaube ich, zu Mahjong gegangen, ne? Und
als man dafür noch Lizenzen kaufen konnte für 5 Dollar bzw. knapp 5 Euro. Und ich habe damals eine Lizenz geholt, da waren die schon bei 10. Und für Leute, die gesagt haben, hey, das Spiel hat Potenzial, ich kaufe die Lizenzen jetzt. Ich kaufe mir davon jetzt 100 Lizenzen für 500 Euro. So, jetzt könnt ihr mal hochrechnen, wie viel jetzt Minecraft kostet. Wenn ihr jetzt eine Lizenz dafür anbietet, und zwar zu einem Spottpreis, sagen wir mal 15 Euro. Ja, 15 Euro Minecraft PC. Ich kenne jetzt die Preise hier nicht, wie viel das jetzt Tatsache kostet. Aber damit könnte man richtig voranschreiten. Ich weiß nicht, ob das noch billiger war. Selbst wenn es bei 1 Euro wäre. Und ich kaufe davon 100 Stück und dann ist es bei 10 Euro. Ist das schon gar nicht mal so schlecht. Aus 100 Euro 1000 gemacht. Ist schon mal ein guter Vorteil. So. Jetzt haben wir das ja auch bald alles abgeerntet. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich eine Minenanlage errichten und bauen. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo dann in der Ecke einen Monster-Spawner haben, den wir dann umbauen können. Das ist natürlich dann ein sehr, sehr gewagtes Unterfangen. Ach, Türen brauche ich noch. Jetzt weiß ich, genau. Weil wir töten müssen, Wasser, 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 töten, töten, töten. Wasser, Wasser, Wasser. Wie man halt so eine Monsterfalle baut. Wir könnten natürlich auch einen eigenen Monster Creator. Ja, so ein Monster-Ding halt bauen, wo wir. Ah, ich habe da noch Türen, aber nicht genug, ne? So blöd, dass der immer drei Türen macht. Das finde ich sehr verschwenderisch, ja. Und zwar einen Monster-Spawner heißt das doch, ne? Ja, Monster-Spawner heißt das, genau. Und den könnten wir uns auch bauen. Ja, also Schwarzeichentür finde ich ziemlich geil. Aber als so Haustür ist die Fichtentür am schönsten. Die Uhrtür, eine eiserne Falltür. Ja, ich brauche davon. So, jetzt kann ich das wieder wegschaffen. Das kostet alles Zeit, ja. Ach, okay. So, Andesit haben wir da auch. Das brauchen wir auch dann fürs Haus. Und das brauchen wir dann auch fürs Haus. Was habe ich hier noch drin? Andesit nochmal. Ach so, weil das Stack voll ist. Okay. Weiße Wolle, das noch rein. So. Dann geht es jetzt zurück. Oh. Ich habe da irgendwas bekommen. Oh, schön. Ein Erfahrungspunkt. So, jetzt machen wir hier schnell unsere Tür rein. Ene mene mu, und raus bist du. Jo. Hallo. Gut. Irgendwo ist er noch offen, oder? Ah, ne, das ist halt, weil ich das hochgesetzt habe, den Gamma-Wert. Okay, wir brauchen deine Fackel und deine Fackel und müssen jetzt, hier können wir gerade runtergehen, so können wir gehen. Ja, können wir dann später noch ausbauen. So, und ich mache es immer so, ich stelle mich hin und dann mache ich 6 Felder. Oder so weit wie es halt geht. Dann hier unten das nächste. Und dann geht die erste Treppenstufe hier los. Und macht dann quasi hier. Ah, doch so. Es soll ja auch relativ schön aussehen. Von daher sollte man da auch etwas genießen von dem schönen Ambiente hier gleich. So, jetzt sind wir hier unten und jetzt kann ich hier sagen, hier möchte ich eine Fackel hinhaben und kann mich jetzt weiter in mein Erdreich buddeln. Wie weit ich mich jetzt runterbuddel, weiß ich jetzt noch gar nicht. Wir sind jetzt gerade auf 69. Oh. Auf 69 sind wir gerade. Ich denke mal, ich mache bis auf 30 einmal. Und dann geht es ja auch schon weiter. Obwohl, wir schauen mal, wo wir rauskommen. Vielleicht kann es sein, dass wir jetzt irgendwo hier rauskommen. Ah, guck an. Da haben wir doch gleich wieder was gefunden. Das ist natürlich auch sehr schön. Jetzt können wir noch eine Fackel hinsetzen. Viel Licht hilft viel.
So. Und wie wir dann die Mine aufbauen, das wird dann ganz unspektakulär, weil das ist dann ja ein langes Unterfangen. Davon haben wir genug, da können wir heute das ja abernten. Denn ich mache das meistens so, ich baue mir eine Steinhacke und buddel mich einfach in eine Richtung, komplett durch, zack, 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 ohne Pause, ohne Bremse. Dann, wenn die kaputt ist, gehe ich wieder vor, also wenn ich jetzt hier buddel, zack, 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 da rein, lasse ich den frei und buddel mich dann quasi ein weiter rein. Das ist, wenn ich hier drin stehe, sehe ich hier die Ressourcen und wenn ich dann da drüben stehe, die anderen Ressourcen. Ist natürlich auch mal möglich, dass man eine Ressource übersieht, weil die genau gerade an irgendeinem Punkt liegt, wo man nicht rankommt, aber meistens sind die ja nebeneinander und wenn man dann etwas frei buddelt, dann erkennt man das dann schon. Also wenn man jetzt einen gerade abbaut, dann sieht man vielleicht noch einen versteckten. Und mit der Höhe ist es eigentlich ja genauso, dass man sagt, okay, ich buddel jetzt hier, sehe den Boden unter mir, lass dann unter mir zwei frei. Also wenn ich jetzt hier oben stehen würde, hier, würde da meine ganzen Minen bauen. Lasse ich stehen, gehe noch einen runter. Noch einen runter, genau, noch einen runter, dann kann ich wieder buddeln. Noch einen runter, drei. Ah. Also so, dass immer zwei Unterschied sind. Genau, ich muss weiter runter, denn ich mache ja nur, bin ja selber zwei hoch, von daher. Ist alles ganz smooth und ganz easy. So, jetzt müssen wir hier mal kurz Cobblestone hinsetzen. Kabel, Kabel. Also mit dem Gestein kann ich mich jetzt, glaube ich, gleich erschlagen, habe ich das Gefühl. Das ist ja brutal, was hier davon rumliegt. Und ob ich das jetzt wirklich so in diesen Mengen brauche, weiß ich nicht. Aber, obwohl doch, ja, doch, doch, doch. Hallo, unbekannter Geist. Müssen wir mal schauen, ob das dann so funktioniert. Ich werde auch hier. Das werde ich zu Cobblestone, also zu Mauern. Das. Ich lasse es nicht offen, denn das verdirbt mir ein bisschen meine Stimmung. Ach du Gott, was haben wir denn jetzt hier noch? Junge, 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 jetzt geht's ja noch los mit Diorit. Das, was wir definitiv noch haben wollen. Das ist schön. Vielleicht finden wir noch eine Höhle. Das wäre natürlich auch noch spitze. Wobei ich aber diese Höhlen, diese Höhlensysteme an sich ja geil finde. Und ich gehe jedes Mal mit dem Gefühl rein, ich komme hier nie wieder raus. Diesmal verlaufe ich mich. Aber bisher hat sich das alles noch in guten Grenzen gehalten. So, ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, oh, 23 Minuten schon die Aufnahme. Gut. Also, in der nächsten Folge bauen wir hier unser Diorit weiter ab. Und schauen mal, was da noch so zu entdecken gibt. Also, bis später.